Hi ho und herzlich willkommen zu meinem langsam wirklich albern werdenden monatlichen Update zum Thema Zimmer. Oh Gott. Also, willkommen zu meinem Update zum Salon 22, der jetzt wahrscheinlich, wenn ihr mich fragt, wahrscheinlich der Salon 30 wird. Aber er bleibt beim Namen 22, der DARTS-Projekt gestartet. Ja, also. Wie immer und obligatorisch kann ich euch jetzt folgenden Satz sagen. Eigentlich ist es ja schon wirklich langsam lustig, wenn es nicht so tragisch wäre. Wir haben noch keinen Beginn. Wir haben noch nichts begonnen zu tun. Aber ich kann euch jetzt wieder mal wie jedes Mal darüber updaten, was der Stand der Überlegungen ist. Und was gerade so aktuell bei mir die Gedankengänge sind. Also, los geht's. Also als erstes haben wir, ihr habt ja, ihr wisst ja, für mich gibt es fast nichts Wichtigeres als den kleinen Mann, der da neben mir sitzt und so süß ist wie die Nacht schwarz und jetzt gerade furchtbaren Aufstoßen hat. Oder nein, er muss, ihn hat es gerade gejuckt an der Nase. Er schlägt sich. Ich würde euch ein Video davon machen, aber man soll Kinder nicht auf dem Klo filmen oder Bilder davon veröffentlichen. Und ich respektiere das so sehr, dass ich das sogar bei meinem Hasen durchsetze. Ja, auf jeden Fall, mein kleiner Mann sitzt ja immer in einem Stall. Das klingt jetzt so, als ob ich ihn nie rennen lasse. Also er rennt sehr viel. Er darf raus, wenn er raus will. Wir haben Zeichen, wo er mir zeigt, dass er jetzt raus will und so. Aber was ich sagen wollte, worum es jetzt gar nicht geht, ist, aber dieser Stall ist sehr tief. Also der ist ja wirklich der steht ja auf dem Boden. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich ihn dann mischte, dass das zum einen mir voll auf den Rücken geht und zum anderen, wenn er so tief unten ist, kriegt er auch immer, wenn man nur ein bisschen Staub saugt oder mal ein bisschen kehrt, immer total den Staub in die Nase. Und so habe ich jetzt mit meiner Mutter und meiner Großmutter drüber gesprochen und wir haben uns so überlegt, es wäre doch eigentlich ganz nett, wenn man ihn auf so eine Art Kommode draufstellt, die genau für seinen Stall angepasst ist, also dass der da genau drauf passt und mit einer Schublade zum Beispiel, wo man dann das Futter unten reintun kann und so Zeug. Und das ist jetzt gerade so der aktuelle Stand, was Leos Stall angeht, dass ich da gerne sowas hätte, damit er höher ist und damit es auch einfacher wird mit dem Mischen. Das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass es schwieriger wird, ist mit dem dann raussetzen zum Rennen lassen. Aber da muss ich dann halt gucken, dass es, ja, gell, dass es nicht irgendwie unpraktisch ist. Ja. Ja, dann habe ich inzwischen mich entschieden, dass ich eins von den Sofas von meiner Mutter übernehme, also so ein Zweisitzer. Das einzige Problem ist, das Teil ist relativ breit und relativ groß. Und wie ich das in das Zimmer reinbringen will, weil, ja, oh Schock, oh Schock, ich habe jetzt die Tage erst festgestellt, wenn das Zimmer halb voll ist, also mehr als halb voll, also wirklich zwei Drittel voll mit einem Bett, das 2 Meter auf 2 Meter ist, dann könnte es sein, dass es vielleicht, auch nur vielleicht, gar nicht so groß ist, wie ich mir selbst immer im Kopf vorschwätze. Ja, und jetzt überlege ich, wie ich das, was ich alles da reintun muss, auch wirklich da drin Platz findet. Uff, oh. Ja, aber auf jeden Fall, ja, will ich versuchen, dieses Sofa irgendwie zu übernehmen. Ich weiß zwar nicht wie, ich weiß nicht wo, aber irgendwie schaffe ich das dann. Ja, dann mein Gaming-Regal habe ich mir inzwischen, also das möchte ich immer noch haben und ich würde es eigentlich auch gerne in Rosa haben, aber das kommt jetzt drauf an, weil ich überlege über eine ganz, also ich möchte ein ganz spezielles Holz haben. Das nennt sich Mondholz oder Holz 160. Oh Gott, aber da dürfte mich jetzt wirklich nicht drauf festnageln, weil da bin ich jetzt gerade sehr unsicher. Und dieses Holz wird zu ganz bestimmten Mondzyklenzeiten gebaut und ist dadurch und ganz getrocknet und so und ist dadurch viel widerstandsfähiger, hält viel Insekten ab und so Zeug. Und die Frage ist natürlich, wenn man sich so ein Spezialholz dann nimmt,
wo dann mein Einbauschrank draus gebaut werden soll, wenn es denn ist, wenn das dann möglich ist, ist die Frage des Tages für mich, ja, darf man das lackieren? Wenn man es nicht irgendwie mit Farbe beschmieren darf, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann ist es praktisch schon gelaufen, weil dann kann ich ja nicht mein kleines, süßes, verschiebbares Regal damit beschmieren, weil dann müsste ich es in Naturlook lassen. Aber es sind alles so Sachen, die ich jetzt noch nicht beantworten kann, weil ja, das Projekt hat noch nicht begonnen und du kannst dich nicht ständig den Schreiner fragen, wie ist es denn mit dem und dem und dem. Aber wir wissen noch nicht mal, wann wir anfangen wollen. Ja. Was sich getan hat, und das ist tatsächlich jetzt was, ist, dass meine Oma das ist jetzt das ist jetzt anbietet als in der Zeitung. Also jetzt wird es offiziell vielleicht irgendwo in der Zeitung stehen. Und dann kann man das bei ihr abholen für umsonst. Also wir wollen nichts für die Sauna. Aber wir wollen bloß, dass sie abgebaut wird von der Person, die sie da nimmt, weil wir sie auch nicht abbauen wollen können. Und so. Also wir wissen nicht, wie es geht. Also muss man selbst abbauen. Ja. Ja. Was gibt's noch Neues? Stand jetzt plan ich, dass meine Mom beim Einbauschrank wird es ein Fach geben, wo ich meine ganzen Bettsachen rein tue. Und ich möchte meiner Mutter anbieten, oder ich frage sie immer wieder, ob sie nicht ihre Bettdecke da auch rein tun möchte. Aber im Moment ist sie da überhaupt nicht begeistert von. Aber ich denke mir halt, meine Mom hat zwei Decken. Und wenn sie die eine da reintut, dann macht es so vom Platz her nicht so viel Unterschied. Das war eigentlich auch schon wieder alles zum Thema, weil mehr gibt es gerade gar nicht. Ich überlege gerade so ungefähr, wie ich meinen Teppich gerne hätte. Und bin im Moment bei einem lilanen, einfarbigen. Aber die Frage ist natürlich immer noch, was passt dann zu der Farbe, die an der Wand ist. Und ja, da bin ich auch noch nicht weiter. Wobei ich die Farbe an der Wand wahrscheinlich, wenn es dann losgeht, sobald die Sauna abgebaut wird. Aber selbst am Tag des Startes kaufe ich mir gleich mal die Farbe. Das sage ich euch jetzt schon. Ich nehme euch dann vielleicht mit. Und vielleicht muss ich da auch noch so ein paar. Obwohl, ich glaube nicht, dass das klug ist. Klüger wäre, glaube ich, wenn ich dann erstmal abwarte und gucke, was ich sonst noch aus dem Baumarkt brauche, damit ich dann alles auf einmal holen kann. Das wäre, glaube ich, viel klüger, wenn ich so drüber nachdenke. Weil was bringt es mir, wenn ich dann den Farbbottich kaufe und am Ende mehr brauche? Ja, ich frage mich, ob die Probendinger, die ich habe, überhaupt noch funktionieren. Oh Gott. Die habe ich ja letztes Jahr gekauft. Ob die noch funktionieren, ob man die noch nutzen kann, naja, man wird sehen. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch dazu jetzt so sagen kann. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so bei euch sich so getan habt und wie es bei euch so ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.